love with the cocoa. Und jetzt willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel, hier bei All About Aydin. Ja, meine Freunde, ich wünsche euch damit auch einen guten Morgen, denn wir haben es jetzt, wie spät haben wir es? 10 nach 6 an dem Mittwoch, wo wir zu Gamescom fahren. Wir sind gerade auf dem Weg, Antonio abholen und dann fahren wir los Richtung Köln. Ich, Idiot, konnte natürlich nicht schlafen. Ja, ich sag mal so, ich hatte eine Krankheit in der Nacht, die nennt sich Haus des Geldes. Ja, da konnte ich nicht aufhören, habe bis gerade eben noch weitergeguckt und konnte so oder so auch nicht schlafen. Von daher ja, hat das wohl gepasst, deswegen werde ich jetzt die Hinfahrt dorthin schlafen und dann sehen wir uns vor Ort wieder. Peace und jetzt willkommen zu einem Video bei mir auf dem Channel, hier bei All About Aydin. Ja, meine Freunde, auf der Gamescom angekommen, wir haben es jetzt ja fast 1:30. Wir haben uns hier eine ruhige Halle ausgesucht. Aus dem Grund, weil dieses Jahr, wir sind an dem Mittwoch da. Ich will nicht wissen, wie es Freitag, Samstag hier wird. An dem Mittwoch ist hier die Hölle los. Das ist einfach krank, was hier abgeht. Und es ist einfach nur wegen einer Sache. Und die zeige ich euch eben kurz. Bitte guckt euch das hier an. Es gibt 6 Challenges, die ihr machen könnt, verteilt auf der ganzen Gamescom. Dafür gibt es Stempel, dafür könnt ihr dann bei 3 Stempeln das Spray, Gamescom Spray kriegen. Und damit ihr zum Beispiel sowas machen könnt, zeige ich euch mal eben. So, das ist die lange Schlange, die geht einmal komplett im Kreis. Also ich gefühlt, das ist nur für eine Challenge, gefühlt sind dort mehr Leute als bei FIFA jedes Jahr. Das ist einfach krank. Und es sind extrem viele kleine Kinder mit ihren Eltern teilen da und keine Ahnung was. Wie gesagt, extrem viele kleine Kinder. Mit klein meine ich, fängt schon an ab 8 Jahren. Ich sage einfach mal ab 7, 8 Jahren, wenn nicht sogar jünger. Mit Eltern teilen. Viele 12- bis 15-Jährige oder so sind alleine unterwegs. Und die nehmen einfach gar keine Rücksicht auf irgendwelche. Egal wo du stehst, die schubst dich da weg und keine Ahnung was. Das ist vorweg gesagt extrem behindert an dieser Gamescom, was ich nach 3 Stunden schon feststellen muss, leider. Ansonsten, ja, Merchandise-Hallen haben sich erweitert. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr dazu gekommen. Da habe ich mir auch was gegönnt. Das werdet ihr aber dann sehen, wenn unser Gaming-Room fertig ist oder mein Gaming-Room fertig ist. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter in die nächste Halle und schauen mal, was es da so gibt. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zum Teil 2 von diesem Video bei der Gamescom. Ja, meine Freunde, es ist jetzt 2 Tage her, seitdem die Gamescom wieder vorbei ist. Also für mich vorbei ist. Ihr habt ja mein Fazit gesehen von der Gamescom. Ich habe es ja teilweise auf der Gamescom in diesem kurzen Video da gesagt, was mich gestört hat, wie ich das diese diesjährige Gamescom fand. So. Und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Deswegen wollte ich einfach nochmal alles kurz zusammenfassen, damit ihr auch wisst, was Sache ist. Die erste Sache, die ich scheiße fand, war, dass so viele Kinder da waren. Und das Alter von den Kindern fing bei 6 Jahren an oder sowas. Die meisten mit ihren Eltern, mit ihrer Mutter meistens auch, meistens hat man nur Kind und Mutter gesehen, die dann über die Gamescom laufen, weil die kleinen Kinder unbedingt diese Kackaufgaben machen müssen für einen Spraycode, was so oder so kaum benutzt wird in dem Spiel. Wer es ein Skin ist, was ganz anderes. Aber na gut. Und verkaufen werden die 6, 7, 8-Jährigen das auch nicht. Von daher kann ich das nicht verstehen. Aber ich denke mal, das hat denen Spaß gemacht. So ist das nicht, das will ich jetzt nicht sagen. Nur was mich daran abgefuckt hat, nicht, dass sie da waren oder sonstiges. Erstens tat mir die Mütter leid, die das Ganze mitmachen müssten, aber eigentlich auch nett. Na, Mutter ist Mutter, was macht die Mutter nicht für ihren Sohn? Andererseits, die Kinder achten auf gar nichts. Du stehst da in der Schlange oder du stehst da, keine Ahnung, egal wo, die rennen dich einfach um. Wenn die so stark werden, die würden dich umrennen. Das wäre denen scheißegal. Hauptsache, die kommen da an dem Ziel an und holen sich ihren fucking Stempel da. Für diesen scheiß Spraycode. Ich verstehe es nicht. Das war natürlich sind nicht alle so. Aber die meisten haben einfach keine Rücksicht genommen auf die Leute, die da waren. Weiß ich nicht. Das beste Beispiel war, wir standen, oder ich und mein Bruder standen in einem Gang, in diesem Boulevard, wie das genannt wird, keine Ahnung, in diesem Gang auf jeden Fall, was die Hallen verbindet. Und waren dann an einer Treppe, da war ein Rollstuhlfahrer, sag ich mal so. Und wir standen so dicht neben ihm. Und da war keine Lücke, wo man durchgehen konnte. Und 2 kleine Kinder oder 3, ich weiß gar nicht mehr, haben einfach diese Lücke genommen, sind da durchgerannt. Der arme Mann oder Junge, der da im Rollstuhl saß, scheiß auf den. Ich
weiß gar nicht, ob da irgendwas abgekriegt hat oder keine Ahnung was. Drängen sich da durch, als wäre, keine Ahnung, als wären wir irgendwelche Objekte, die man wegschubsen kann und keine Ahnung was. Das fand ich zum Beispiel mega scheiße. Aber gut, das war irgendwie auch klar, dass so viele kleine Kinder da kommen werden wegen Fortnite. Fortnite war auch irgendwie überall vertreten. Aber na gut, lassen wir das. Das muss nicht jeder akzeptieren, meine Meinung. Andere Sache ist aber, ich denke mal, da werde ich mehr Verständnis von euch kriegen, ist, es waren 29, 30 Grad in Köln am Mittwoch. Und ich denke, die Tage, ich glaube, Dienstag war es noch so warm und jetzt Donnerstag, Freitag und heute Freitag ist es ein bisschen kühler geworden. Aber trotzdem habe ich kein einziges Getränk erstmal gefunden, was unter 3 Euro ist. Geschweige denn, dass man irgendwie auf die Idee kam, Wasser zu verteilen, umsonst oder für 1 Euro oder für 2 Euro wäre auch noch okay. Aber nein, es gab nur 0,3 Flaschen, die man für 3 Euro, 3,50 Euro kaufen kann. Und das auch noch von Leuten, die das mit irgendwelchen Rucksackkühlschränken da verteilt haben oder verkauft haben. Weil überall, wo man sonst was kaufen konnte, war das extrem teuer. Ich weiß nicht, was ist los, Alter? Haben die kein Verstand für Menschlichkeit oder ich weiß, mir fehlen die Worte dafür. Klar, man konnte sich von zu Hause was mitnehmen, aber ich habe auch keinen Bock, wenn ich da von morgens 10 bis abends 20 Uhr, wir waren zu dritt, das heißt, jeder müsste sich 3 Liter Wasser mitnehmen, das heißt, ich kann jetzt da meine ganzen Flaschen und alles, was ich da drin habe, kann ich dann den ganzen Tag schleppen oder was? Weiß ich nicht. Auch dafür, dass man, also trotzdem, dass man was mitnehmen durfte, fand ich das scheiße, dass man da nicht mal ein stilles Wasser kaufen konnte für 1, 2 Euro, sondern man musste 3, 4, 5 Euro bezahlen. Weiß ich nicht. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu. Aber das hat für mich dieses Jahr die Gamescom auf jeden Fall zerstört. Klar werden jetzt natürlich einige sagen, ja, nimm doch was zu trinken mit und du weißt doch, dass es im Sommer warm ist und du weißt ja, wie warm es sein wird, bla bla bla. Aber wie gesagt, man kann trotzdem dort günstig Wasser anbieten. Und günstig ist für mich auch 2 Euro, obwohl das eigentlich auch schon zu viel ist. Wenn man überlegt, wie teuer so eine gute und günstige Wasserflasche oder was auch immer bei Lidl so eine Wasserflasche kostet. So eine 1,5 Liter Flasche, ne? Aber na gut, das war so das Negative von der Gamescom. Das Positive war, ich habe FIFA spielen können und das auch sogar zweimal. Also ich musste kein Mal länger als 10, 15 Minuten anstehen, obwohl so viele da waren. Also die haben die Plätze auf jeden Fall erweitert. Man konnte sogar auf beiden Seiten in der Gamescom-Halle, in der EA Sports Halle spielen. Fand ich auch ganz gut. So ist das Ganze auch ein bisschen aufgeteilt. Und ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Game bis jetzt. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Man merkt wieder, dass es ein bisschen anders wird, aber das ist ja sowieso, sowieso jedes Jahr gleich. Und ich habe mir ein kleines Souvenir mitgenommen, was ich auch hätte im Internet bestellen können, aber ich habe es da gesehen und es hat gerade zeitlich gut gepasst, dass ich das da kaufen konnte. Aber mehr werdet ihr davon in meinem Gaming-Zimmer, also in meiner Roomtour. Die wird wahrscheinlich Ende September, also kurz vor dem Release von FIFA wird die wahrscheinlich kommen, weil wie ihr seht, ist bei mir mein ganzes Zimmer leer, so gut wie leer und die Wände sind weiß gestrichen. Dann sollte die Kamera vernünftig sein. Laminat ist verlegt, wie ihr sehen könnt und ja, ich habe es jetzt auf jeden Fall in Angriff genommen. Der Plan steht auch schon, wo was alles hin muss und was alles wohin muss. Nächste Woche werde ich damit anfangen, also beziehungsweise weitermachen, angefangen habe ich ja schon. Und ich werde euch aber nicht bei Instagram auf Laufen halten, sondern ich werde das nebenbei ein bisschen filmen und dann halt alles in die Roomtour packen, wie das Zimmer aussah, bla bla bla. Ich denke mal, das ist viel cooler und so könnt ihr auch gespannt bleiben. Und wie gesagt, dieses Souvenir werdet ihr dann auch sehen, weil es gibt einen extra Platz in meinem Zimmer. Dazu werde ich dann aber auch in dem Video was erzählen. Warum, wieso und weshalb. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, jemand teilt meine Meinung. Ich hoffe, jemand versteht mich. Ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Schreibt mir gerne eure Meinung über die Gamescom 2018 in die Kommentare. Schreibt mir gerne, ob ihr da wart, was ihr geil fandet, was ihr nicht so gut fandet. Bla bla bla. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und peace.